Wir wollen euch hier aktuelle Informationen zur Corona-Krise im Bezirk Berlin-Mitte geben, der die Ortsteile Mitte, Moabit, Hansaviertel, Gesundbrunn, Wedding und Tiergarten beinhaltet. Ich bin Andreas Böttger, Geschäftsführer der Linksfraktion in der Bezirksverordnetenversammlung von Berlin-Mitte. Bitte beachtet dabei, dass sich die Situation jederzeit ändern kann. Die Informationen, die ich jetzt habe, sind Stand 27. März, 12 Uhr. Ich werde sie wie immer in der Beschreibung des Videos verlinken, sodass ihr auf Telefonnummern, Seiten und Mailadressen Zugriff habt und die Informationen selbst überprüfen könnt. Es erreichte uns per Mail die schöne Nachricht, dass das Kinderzentrum Ottokar trotz Schließung sich weiter um die Kinder im Heinrich-Heine-Viertel kümmert. Sie sind weiterhin telefonisch erreichbar und von 10 bis 14 Uhr kann am Eingang in der Schmidtstraße Bastel- und Beschäftigungsmaterial abgeholt werden. Wer sich zu Hause sportlich betätigen will, der kann sich täglich um 9.30 Uhr und um 14 Uhr den Stream des Landessportbundes Berlin anschauen, der verschiedene Sportübungen überträgt. Jetzt kommen wir zu den Entwicklungen der Fallzahlen in Berlin und in Mitte. Mit Stand vom 26.03. gibt es in Berlin jetzt insgesamt 1937 bestätigte Coronavirus-Fälle. In Mitte sind es 311. Bisher sind aber auch 505 Personen genesen und 7 verstorben. Damit gibt es derzeit 1425 aktive Infektionen in Berlin. Die gute Nachricht ist, dass sich der relative Anteil an Neuinfektionen seit dem 1. März pro Woche verringert hat. Wuchs in der ersten Woche der Infektionswelle die Zahl der Infizierten noch täglich um über 100%, so stieg sie in dieser Woche bisher nur um durchschnittlich knapp 15%. Da laut dem Robert-Koch-Institut die Inkubationszeit 14 Tage beträgt und es sein kann, dass man in der Zeit bei Tests noch negativ auffällt, schlagen sich Maßnahmen zur Eindämmung erst zeitversetzt in den Infektionszahlen nieder. Eine der zwei größten Maßnahmen in Berlin war die Schließung von Kitas und Schulen am 17.03. Die Auswirkungen auf die Infektionszahlen sollten ab dem 31.03. sichtbar werden. Die zweite große Maßnahme war das de facto Ausgangsverbot, das am 23.03. verhängt wurde. Diese Maßnahme sollte sich ab dem 6.04. in den Infektionszahlen widerspiegeln. Vorher kann man noch nicht mit Sicherheit sagen, ob diese Maßnahmen Wirkung gezeigt haben. Eine weitere Maßnahme zum Schutz der Bevölkerung ist das Aussetzen von Wohnungsräumungen in ganz Berlin. Auch wenn man im Moment Wasser, Strom oder Gas nicht bezahlen kann, muss man sich keine Sorgen machen, dass diese abgestellt werden. Zudem werden in den städtischen Wohnungsbaugesellschaften keine Kündigungen wegen Zahlungsrückständen ausgesprochen. Das gilt sowohl für private als auch gewerbliche Mieter. Außerdem können heute seit 12 Uhr Selbstständige und Kleinunternehmer unbürokratisch Soforthilfe über die Investitionsbank Berlin beziehen. Man muss nur Name, Straße, Postleitzahl, Rechtsform der Firma, Ausweisdokument, Steuernummer und Bankverbindung angeben, um die Soforthilfe zu beantragen. Weitere Nachweise sind nicht erforderlich. Ich wiederhole zudem gern, dass es für Mitte, Moabit und Wedding bisher Telegram-Gruppen gibt, in der sich die Nachbarschaften für die Selbsthilfe organisieren, sowie Gabenzäune für die Hilfe von Obdachlosen auch organisieren. Auch über nebenan.de wird gegenseitige Hilfe bereitgestellt. Die Linke Berlin-Mitte hat dazu eine Seite erstellt, auf der die Links gesammelt sind. Den Link packe ich euch auch in die Beschreibung. Das sind erstmal alle aktuellen Informationen aus Berlin-Mitte. Wenn ihr weitere Informationen habt, schickt sie mir zu. Entweder als Kommentar hier oder an kontakt@linksfraktion-berlin-mitte.de. Bitte gebt dazu auch immer eine Quelle an, damit ich sie überprüfen kann. Ich will vermeiden, falsche Informationen zu verbreiten. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und wenn ihr weiter auf dem Laufenden gehalten werden wollt, abonniert uns. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.